Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Rick Zabel und ich habe heute Niklas und David zum Buddy-Tag eingeladen. Ich habe sie zum Radfahren eingeladen und genau das werden wir heute tun. Ich habe den beiden ein richtig cooles Outfit mitgebracht, aber seht selbst. Jawohl! Jawohl! Nein, geht ab, Jungs. Hey. Okay. Jungs, seid ihr bereit? Ja, schon. Doch. Macht man so Aufwärmübungen? Na klar, Mann. Also wir dehnen uns jetzt erstmal so ein bisschen. Ah, das tut immer ganz weh bei mir. Das ist gut. Ja, du hast ja auch ziemlich breite Oberschenkel, sieht man. Danke. Du hast schon ein paar Mal gesagt, dass du findest, dass Rick so süße Waden hat, oder? Ich finde es schade, dass Rick heute leider nur einen Jeans anhat. Ich weiß ja, gar nicht, als Radprofi hat man es einfach nicht mehr nötig, oder was? Nee. Du hast Fahrräder für uns mitgebracht. Ich habe ein Fahrrad für euch mitgebracht. Ja. Fahrräder, weil wir sind zwei. Ein Fahrrad habe ich mitgebracht. Seid ihr schon mal Tandem gefahren? Hä, ich dachte mal ein cooles Rennen. Tandem ist doch nicht cool. Lass uns vielleicht mal aufs Fahrrad aufsteigen. Ja. Und dann zeigen wir dem Rick, wo der Hase lang paddelt. Ist es richtig, dass man, wenn man so Profisport ist, regelmäßig mal wohin spuckt? Ja, ist ja auch ganz wichtig. Das ist, ja genau. Das ist widerlich, nee. Wer von uns ist so der Anführer? Und wer ist so der einfach nur hinten, von hinten, also... Wer macht? Wer ist ein Macher und wer ist der andere? Aerodynamisch würde es Sinn machen, wenn Niklas vorne sitzt, weil er natürlich größer ist. Bist du schon mal Tandem gefahren? Nein, du? Nein. Wenn ihr es schafft, so loszufahren, ja. Ohne hinzufallen, ja. Schon mal gut. Und dann wieder zurück einfach? Dann umdrehen, einen U-Turn machen. Ja. Auch ohne hinzufallen wäre auch gut. Cool. Und dann halt zurückkommen und wieder anhalten. Also mit der ersten Disziplin, glaube ich, hätten wir ganz gute Chancen. Ja, fand es auch gut. Also das ist ja nur Fahrradfahren erstmal. Ja, und vor allen Dingen, wir haben ja also das noch nicht so oft gemacht, dafür fand ich uns sehr gut. Mhm. Okay, jetzt geht's los. Eieiei. Die machen es erstaunlich gut, muss man sagen. Also wirklich Respekt. Warum fährst du? Jetzt treten wir rückwärts. Vorwärts treten müsst ihr. Du trittst in die falsche Richtung. Geh in die richtige Richtung. Ich trete in die richtige Richtung. Du musst doch nur fahren. Du musst doch geradeaus. Ich kann doch nicht lenken. Du bist derjenige, der hier das Ruder quasi in die Hand genommen hat. Ich lenk. Du musst treten. Ja, dann lenk doch. Sehr gut. War echt nicht schlecht fürs erste Mal. Sag mal ganz ehrlich, irgendwie hat Niklas aber den Schuss nicht gehört. Ich vermute, dass Rick uns ein getücktes Tandem gegeben hat, um uns einen Keil zwischen uns zu treiben. Ich bräuchte einen Helm, weil wenn ich hier ohne Helm fahre, das ist schlechte Vorbildfunktion, da kriege ich Ärger. Ist das ein Helm von dir? Offensichtlich? Ja, das ist ein Helm, ja. Da steht auch dein Name drauf. Kannst du mal bitte. Hast du mit diesem Helm schon mal ein Radrennen gewonnen? Ja. Mit dem Helm? Mit dem bestimmt. Und mit meinem? Nee, mit dem glaube ich nicht. Ah, ja. Deshalb hat auch das Pedal in die falsche Richtung getreten. Lass mal ein kleines Race machen. Einmal nach hinten und hier ist die Ziellinie, okay? Bei dem Blatt. Bei dem Blatt. Okay, bei dem Blatt. Okay? Okay. Bruder, mach jetzt auf jeden Fall ordentlich, okay? Bist du bereit? 3, 2, 1.